Wenn wir alle möglichen Probleme außer Acht lassen, bist du jetzt offiziell die tollste Person in ganz Appalachia. Und hoffentlich bist du damit nicht allein. Das Verbrannten-Aufspürsystem funktioniert tatsächlich. Wenn du wüsstest, wie lange wir gebraucht haben, um nur die Hälfte des Systems funktionstüchtig zu bekommen. Die Leben, die es gekostet hat. Mein Bruder, mein Vater und natürlich meine Wenigkeit. Wann immer jetzt Verbrannte in der Nähe sind, werden sie von den Detektoren aufgespürt, die dann eine Nachricht an deinen Pip-Boy senden. Jetzt fehlt nur noch ein Weg, sie abzuwehren. Wenn du das nicht schon gemacht hast, informier dich an meinem Terminal über die Fallen, die wir für die Brandbestien hergestellt haben. Hoffentlich sind sie noch funktionstüchtig. Sie sind deine beste Chance, mit diesen fliegenden Monstern klarzukommen. Ansonsten waren die Leute von der Stählernen Bruderschaft die einzigen mit den entsprechenden Möglichkeiten. Offenbar haben sie nicht durchgehalten, aber sie verfügten über ziemlich viel Feuerkraft. Sie trugen ihr letztes Gefecht im Sumpf an einem Ort namens Fort Defiance aus. Aber wegen ihrer Codenamen habe ich keine Ahnung, wo das ist. Ich empfehle, im Camp Venture zu beginnen, Eddies altem Überlebenstrainingszentrum. Ich habe außerdem alle Informationen über die Bruderschaft unter dem Titel Fort Defiance in meinem Terminal gespeichert. Du musst in Camp Venture beginnen, in Eddies altem Überlebenstrainingszentrum. Dort sind bestimmt Informationen zu finden, die dir entsprechende Hinweise geben.
Archia ist online, Captain. Ich weiß, dass die meisten von euch Amerika lieben. Das gute, alte Heimatland. Aber diejenigen unter uns, die in Mariposa dienten, wissen mehr. Amerika hat versagt. Das liegt nicht an den Bürgern, die trotz der bitteren Umstände eines endlosen Krieges ein aufrichtiges Leben führten. Und ganz bestimmt nicht an den Männern und Frauen, die für unser Land kämpften. Möge Gott sie segnen. Nein, es ist die Regierung, die versagt hat. Die Senatoren, Generäle, Präsidenten. All diese Bastarde! Ihre Fehler haben fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Doch wenn ich mich hier umsehe, sehe ich Überlebende. Leute, die zu stur und zu störrisch sind, um zu sterben. Wir haben gekämpft und gelitten und haben nun endlich einen kleinen, sicheren Flecken Erde. Aber es reicht nicht aus, ein Zuhause zu haben. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Lebenssinn. Aber das Amerika von einst kann uns dabei nicht helfen. Wir müssen unsere eigenen Werte finden. Lasst uns also heute Abend, während wir zusammen essen, etwas Neues beginnen. Etwas Starkes. Etwas, worauf wir stolz sein können. Worauf wir bauen können. Wir werden aus der Vergangenheit nur das Gute bewahren. Und eines Tages werden wir das Verlorene zurückerobern. Lasst uns eine stählerne Bruderschaft schmieden! Aufseher-Logbuch. Camp Venture. Wer war diese stählerne Bruderschaft? Überlebenskünstler? Ehemalige Soldaten? Sie haben ihr Training und ihre Rufzeichen ernst genommen. So viel steht fest. Organisiert, effizient, mit Zugang zu Ausrüstung. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten. Aber sie sind fort. Wenn Sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben Sie irgendwo ein befestigtes Hauptquartier und einen Anführer. Jemanden, der wusste, was Sie vorhatten. Was hast du auf dem Herzen? Eine stählerne Bruderschaft? Was soll das überhaupt bedeuten? Die Leute sind verwirrt. Wir sollten etwas wagen. Wir können nicht einfach...